Hallo zusammen, willkommen bei Pleiadier Knowledge, wir sind Christina und ich Estella, wir hoffen, dass es euch allen gut geht, wir wissen, dass dies schwierige Zeiten für alle sind. Heute bringen wir euch ein Fragment eines Gesprächs, das wir mit Yaz hier hatten, es ist sehr kurz und wir denken, dass es uns vielleicht helfen kann, eine andere Perspektive auf das zu geben, was wir gerade erleben. Robert und Gosia sprechen bereits auf ihren Kanälen darüber, dass wir uns in einer Zerstörung der Matrix befinden, der Welt, in der wir gelebt haben. Wir sehen einen totalen Reset. In einem der Gespräche, die wir mit Yaz hier hatten, hat sie uns ein bisschen aus ihrer Perspektive erklärt, aus dieser größeren Perspektive, von außen, wie man diese Zyklen beobachten kann, die eigentlich natürlich sind. Also gut. Christina wird euch dieses Fragment vorlesen. Wir hoffen, dass es euch helfen kann, die Situation, in der wir heute sind, besser zu verstehen. Und danach werden wir es miteinander kommentieren und am Ende werden wir euch einige Updates in unserem Kanal geben. Alles klar, lass uns anfangen. Die Erde hat den Aufstieg einer fortgeschrittenen Zivilisation erlebt. Sie blüht auf, zerfällt und wird immer wieder in Zyklen von etwa 5.000 bis 10.000 Jahren zerstört. Die Erde und auch der Mensch. Ich spreche von dem lyrischen Wesen, es ist viel älter als Sie berechnen. Nicht nur auf der Erde, sondern auch auf unzähligen Planeten gibt es Spuren, dass es Zivilisationen von Menschen mit lyrischer Morphologie gab, lange vor der großen Expansion und dem, was in Lyra geschah. Zivilisationen werden geboren, wachsen und sterben, in einem ewigen Zyklus. Auf der Erde sind es, wie gesagt, etwa 5.000 bis 10.000 Jahre, aber auf anderen Planeten variiert das. Es geht auch verloren, weil die Zeit nicht linear ist. Das Alter, wann etwa, ob es vor oder nach etwas war, ist unmöglich zu berechnen. Dann konzentriere dich auf die Idee, die ich vertrete, dass es keine Entstehung der Spezies wie des Menschen gab, sondern sie schon immer waren. Dennoch ist es schwierig, etwas zu verstehen, das schon immer ewig war, ohne Anfang und Ende. Und obwohl es abschweifend ist, könnte ich bei anderer Gelegenheit darüber sprechen, warum. Hier muss ich noch eine andere Sache über den Rahmen von all dem erwähnen, mehr als heute über den Weltreset gesprochen wird, mehr als alles, auf was sich die Wirtschaft bezieht. Es ist, dass Zivilisationen ständig entstehen, aufblühen und aus vielen Gründen untergehen. Aber dieses Mal heute ist es absichtlich gemacht, auch wenn nichts lange statisch bleibt. Aber dieses Mal ist es sehr künstlich, durch Ideen und Werte gegen die Weltbevölkerung. Obwohl die Kontrolleure, hier ein komplexer Aspekt, glauben, dass sie Gutes tun, weil sie es wirklich glauben, zerstören immer alles durch Katastrophen oder einfach durch das Aufzwingen neuer Paradigmen oder einer neuen Idee, wie die Welt sein und funktionieren sollte. Das kann man an der Zerstörung von historischen Gebäuden sehen. Dies wird auf andere Ursachen zurückgeführt und es stimmt, dass es diese gibt. Aber die Tatsache, dass die Machthaber dazu angeleitet werden, Gebäude und andere Dinge zu zerstören, die die Menschen mit ihrer Vergangenheit verbinden, ist kein Zufall. Ein Beispiel dafür ist das Spiel, die falsche Flagge gegen Notre Dame und ihre Umbaupläne, die nicht vorsehen, sie so zu belassen, wie sie war, sondern moderner zu gestalten und damit die Geschichtsbücher für die kommenden Generationen zu verändern. Und das führt uns zu der Tatsache, dass die Geschichtsbücher heute mit Agenden gesteuerte Lügen sind. Ich wage zu sagen, dass alles eine Lüge ist, alles manipuliert wird. Es ist so, dass es zwar Dinge gibt, die ihnen als etwas Kulturelles egal sind, aber auch da gibt es Kontrollagenten, der Gehirnwäsche, der Lenkung der Mentalität der Menschen. Aber was die Geschichte angeht, so ist nichts so passiert, wie es euch erzählt wird. Und selbst heute gebe ich euch eine andere Perspektive, mit meinen nichtmenschlichen Aufzeichnungen, die ich mit dem, was ich auf der Erde gefunden habe, bestätigt und vervollständigt habe, denn es betrifft die Erde. Geschichte wird mit dem Wenigen gemacht, was dort übrig ist, deshalb verbrennen sie Bücher, von den Eroberern der neuen Welt, über die Römer, Nazis, bis heute. Ich gebe dir eine andere Perspektive, aber dennoch gibt es nicht eine einzige Vergangenheit. Es gibt mehrere, so viele wie es Zukünfte gibt.
Das Problem, um ihm einen Namen zu geben, der Zeitlinien ist sehr real, es betrifft alles, so dass es nicht nur eine historische Linearität gibt, deshalb auch so viele Debatten. Aber es ist für die meisten unverständlich, da sie die Zeit nur als Pfeil sehen. Neben dem alten Axiom, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, ist es genug, um zu sehen, dass es Müll ist. Wir haben das zusätzliche Problem, dass Daten aus welchen Gründen auch immer verloren gehen, aber meist mit Absicht. Die Verbrennung der Bibliothek von Alexandria in römischer Hand, der Kabbalen, ist eines der besten Beispiele dafür, obwohl sich nur wenige bewusst sind, dass die Römer selbst, die Kabbalen jederzeit, wissen, dass Wissen Macht ist. Ich garantiere, dass zumindest die meisten Bücher und Papyri der Bibliothek von Alexandria und anderen Orten, an denen Aufzeichnungen im Laufe der Zeit verbrannt wurden, sich heute in der Bibliothek des Vatikans befinden. Sie sagen, dass sie verbrannt wurden, damit die Leute nicht nach ihnen suchen. Zumindest können sie nicht sicher sein, dass es eine Kopie von etwas Sensiblem gibt, und wenn sie ihre eigene Kopie zerstören würden, wären sie im Nachteil. Natürlich bewahren sie sie auf, natürlich verbrannten sie Bücher, Aufzeichnungen und Papyri, aber vor allem verbrannten sie die Kopien. Nun, hier erkennen wir ein wenig, dass alles, was wir bisher als Geschichte gelernt haben, wir eigentlich ein bisschen vorsichtig betrachten sollten, oder? Denn die Manipulation der Geschichte wird schon seit vielen, vielen Jahren betrieben, mit allem, was wir gelernt haben. Wenn du ein Buch aus der Schule nimmst und da steht, der erste Mensch, nun, hier erkennen wir ein wenig, das alles, was wir bisher als Geschichte gelernt haben, wir eigentlich ein bisschen vorsichtig betrachten sollten, oder? Denn die Manipulation der Geschichte wird schon seit vielen, vielen Jahren betrieben, mit allem, was wir gelernt haben. Wenn du ein Buch aus der Schule nimmst und da steht, der erste Mensch, der den Mond betreten hat. Kürzlich hat eine Freundin mir mitgeteilt, dass sie das in den Schulbüchern ihrer Tochter gelesen hat. Aber wenn wir schon wissen, dass niemand den Mond betreten hat und das von Generation zu Generation weitergegeben wird, wird aus einer Lüge die absolute Wahrheit. Estella, unsere Geschichte besteht aus vielen Lügen, die alle zusammengefügt wurden, was unglaublich ist. Christina, nun, ein bisschen, wie der Fall des Römischen Reiches. Wir wissen, dass Rom nie verloren hat, und dann waren es die Nazis. Und heute, so schwer es auch zu verstehen ist, existieren die Nazis immer noch und blieben an der Macht. Estella, es ist tatsächlich so, wie wenn du anfängst, ein einzelnes Teil in Frage zu stellen und du dann erkennen wirst, dass das ganze Puzzle auseinanderfällt. Es geschieht dann, wenn du erkennst, dass jeder Krieg subventioniert worden ist, dass alle großen Ereignisse geplant worden sind und dass wir einfach ständig dorthin geleitet worden sind, wo wir jetzt sind. Auf der einen Seite sind wir hier, um das zu erleben, und wir selbst erschaffen das, aber von außen betrachtet sind es auch beide Seiten, oder? Denn wir sind ständig manipuliert worden, und wie du richtig sagst, sind die Nazis immer noch an der Macht. In der Tat habe ich das in einem der letzten Videos der Satanic Elite kommentiert, über das Project Paperclip. Wir denken, dass die Nazis vorbei waren, als Hitler verschwand, richtig? Aber in Wahrheit sind sie einfach woanders hin, und sobald sie dort waren, haben sie viele Dinge gefördert. Christina, nun, mehr als woanders hin, ich würde sagen, sie haben ihr Gesicht verändert, richtig, und eine andere Flagge gesetzt, und nun wissen wir, dass sie heute in vielen politischen Parteien sind. Die einzige Veränderung, die sie gemacht haben, ist ein anderer Name. Das gleiche, wie die Firma Bayer, oder? Das hatten wir mal kommentiert, dass die Firma Bayer, deren Medikamente viele Leute, die heute konsumieren, früher die gleiche Firma war, die das Gas für die Verbrennungskammern in den Nazi-Konzentrationslagern verkauft hat. Ich meine, die gleiche Firma, nur mit anderem Namen. Damit können wir es also in absolut allen Punkten sehen. Es sind immer dieselben. Es sind immer dieselben, die an der Macht sind. Sie sind diejenigen, die sich verändern, wie sie es für richtig halten und wie sie die Geistkontrolle an die Bevölkerung anpassen.
Estella, ja, es gibt uns diese Illusion, nicht wahr? Die Illusion, dass wir eine Wahl haben, dass die Gesichter sich verändern, und in Wahrheit erkennen wir, dass dahinter immer die gleichen vier Katzen stehen. Christina, genau, nun, ich wollte anmerken, dass wir am vierten Video der Geschichte der Erde arbeiten, was übrigens alles sehr interessant ist, was Yati mit uns für dieses Video geteilt hat. Und ich denke, einige von euch haben ein paar Kommentare gemacht, wie, sich sorgend fragend, ob mit allem, was passiert, diese Themen jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, richtig? Nun, hier wollte ich hinzufügen, dass ich denke, dass sie es sind. Denn wirklich, wie du in diesem nächsten Video sehen wirst, ist die Geschichte nicht nur nicht linear, sondern sie erzeugt das Gefühl, dass sie sich wiederholt und die Geschichte sowohl zu hören, wie auch zu sehen ist, was jetzt gerade passiert. Und ich denke, dass es auch eine wichtige Information ist, um genau unsere Gegenwart zu verstehen, richtig? In der Lage zu sein, diese Geschichte wieder zu erlangen, die uns verzerrt hat und die uns in gewisser Weise auch dazu bringt, uns mehr zu öffnen und so besser beobachten zu können, was im Moment passiert. An sich, denke ich, sind alle Informationen wichtig. Estella, ja, und wir wissen, dass es keine Zufälle gibt. Wir waren sehr überrascht, dass jetzt alles auftaucht, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, und es ist wie ein Spiegel, richtig, in dem wir unsere Vergangenheit verstehen, ohne zu wissen, dass diese nicht wirklich existiert, verstehen wir tatsächlich viele der Dinge, die gerade jetzt passieren, die, wie Christina sagte, sich sogar zu wiederholen scheinen, wie ein Zyklus. Das ist in der Tat das, worüber Yazhi in diesem Fragment spricht, dass die Geschichte tatsächlich so ist, sie ist ein Aufstieg, sie hat eine Evolution und dann zerfällt sie und dann kehrt sie immer wieder zurück. Sie ist ewig. Christina, genau. Nun, ich hoffe, dass dieses Fragment für dich von Interesse gewesen ist. Es schien uns sehr interessant zu sein. Wollte euch auch sagen, dass wir auch einmal mit Yazhi gesprochen haben, die uns erklärt hat, dass, was ihr auch sehen werdet, dass ich es im nächsten Video kommentieren werde, dass die Geschichte nicht linear ist und dass die Art, wie sie sie uns gibt, nicht die ist, wie sie sie wirklich sieht. Sie versteht einfach, dass wir besser mit diesem temporären Pfeil arbeiten, aber sie arbeitet nicht so, und dann kann man sehen, dass viele Dinge nicht viel Sinn machen. Wie das, was wir jetzt gesagt haben, dass sich die Geschichte wiederholt. Das macht keinen Sinn, denn wenn das ein Vorwärtspfeil ist, dann sollte er nicht zurückgehen, richtig, und dass es eigentlich keine Zeitrichtung gibt. Alles geschieht auf viele Arten und die Zeit geht vorwärts, rückwärts. Das heißt, sie hat keine Richtung, ganz im Gegenteil. Nun, wir würden uns sehr freuen, wenn wir irgendwann später die Gelegenheit haben, tiefer darauf eingehen zu können, wie Yazhi die Zeit wirklich sieht. Das kann uns zwar etwas Mühe kosten, um es zu verstehen, aber ich denke, es kann interessant sein und auch auf diese Weise, nach und nach, in der Lage sein, aus dem Pfeil herauszukommen und unsere Denkweise zu ändern. Estella, nun in der Tat, das ist der Grund, warum wir die Thalgetische Offenbarung so sehr lieben, weil sie in Schichten funktioniert, richtig? Man sieht, dass es nie wirklich endet. Jedes Mal versteht man alles von einem anderen Punkt aus. So fühlten wir das jetzt für uns beide, und um es mit euch allen zu teilen, es auf diese Art und Weise zu sehen und zuerst und es so zu verstehen und dann sicherlich in der Lage zu sein, es noch einmal zu drehen, um es von einem anderen Standpunkt aus betrachten zu können und sich immer weiter zu entwickeln. Aber jetzt erst einmal uns selbst und dann danach alles andere, was es zu beobachten gibt. Christina, um sich weiterzuentwickeln, wie du sagst, richtig? Nun, ich wollte dich auch wissen lassen, dass wir diesen Post über Thalgeta eröffnet haben, damit du deine Fragen stellen kannst, in der YouTube-Community und auch auf Facebook. Ich wollte sagen, dass es eine große Beteiligung gegeben hat. Wir hatten gesagt, dass wir es nur für eine kurze Zeit halten würden, aber am Ende haben wir es verlängert, weil wir gesehen haben, dass es super interessante Fragen gab und dass ihr da super gespannt wart. Also erst einmal vielen Dank für eure Teilnahme. Es ist sehr hilfreich, denn es ist sehr wahrscheinlich,
dass viele Fragen weder Estella noch mir eingefallen wären, oder? Wir fanden es wichtig, diesen Post zu machen. Das ist alles. Ich lasse euch wissen, dass wir diese Woche schließen werden, also bis Sonntag habt ihr Zeit. Wenn ihr noch Fragen hinterlassen wollt und ab Sonntag werden wir den Post schließen und keine Fragen mehr sammeln. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Es war großartig. Estella, ja, wir sind sehr dankbar. Nun, das ist alles, was wir für den Moment sagen wollten. In den letzten Wochen hatten wir keinen Kontakt mit dem taigetischen Team oder Yazi, da sie, wie ihr wisst, immer viele andere Aufgaben zur gleichen Zeit erledigen. Dies ist nicht die Hauptaufgabe und nun, von hier aus wollten wir ihnen eine große Umarmung schicken und wie immer, vielen Dank für alles, was sie tun. Ich denke, das ist alles. Tris, Christina, ja, vielen Dank an das ganze Team. Obwohl wir wissen, dass sie viele Dinge tun, aber wir sind uns dessen hier in unserem Alltag nicht bewusst. Aber wir wissen, dass sie viele Dinge tun und sehr engagiert bei all dem sind. Nun, vielen Dank an alle, eine sehr starke Umarmung. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr hier seid, dass ihr uns weiterhin unterstützt, für all eure Kommentare und nun, wir machen weiter mit den Informationen. Eine große Umarmung an alle.